Hallo, ich bin Jasmin, ich bin 16 Jahre alt und ich bin gerade mit Kulturwerke Deutschland für ein Jahr bzw. 10 Monate im Süden Englands, um genauer zu sein, so die Gegend Hastings Bexhill. Und heute habe ich eine Schultour für euch und ich werde auch ein bisschen allgemein über meine Schulerfahrung reden und über meine Fächer. Ich habe nämlich Physik, Mathe und English Language and Literature. Und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Viel Spaß! Also als erstes erzähle ich ein bisschen was zu den so Gebäuden der Schule und allgemein, was die Schule alles so anbietet. Und da zeige ich euch auch immer mal wieder ein paar Videos, die ich in der Schule gemacht habe. Als erstes ist es eine wirklich tolle Schule. Also ich fühle mich richtig wohl dort. Die haben ein breit gefächertes Angebot, wenn es um AG geht oder allgemein so. Ja, halt nachmittags Sachen für die Internationals hier gibt es auch jeden Dienstag. Also bisher gab es das jeden Dienstag, aber das geht nicht über das ganze Schuljahr, sondern nur die ersten paar Wochen. Gibt es auch zum Beispiel mal einen Bowlingabend oder heute zum Beispiel gibt es einen Filmabend. Ja, also es gibt da auf jeden Fall wirklich echt tolle Angebote und da lernt man auch wirklich viele Leute kennen, also viele Internationals. Also von außen sieht die Schule ziemlich normal aus. Es gibt direkt an der Schule zwei Haltestellen und dann nochmal die Straße runter. Das Meer ist auch nicht weit. Ich bin da ein paar Mal hingelaufen. Ich glaube, das hat nur 15 Minuten gedauert zu Fuß. Und das ist wirklich cool, wenn man mal eine Freistunde hat und irgendwie so nichts zu tun. Dann kann man einfach mal runter zum Strand gehen und ich finde das wirklich echt, echt cool. Und von meinem, also Physikraum und Matheraum sieht man auch das Meer. Also das ist wirklich mega cool. Die Schule besteht aus mehreren Gebäuden. Einmal gibt es ein Hauptgebäude und es gibt momentan das One-Way-System. Das heißt, man muss sozusagen einmal um die gesamte Schule rum, um irgendwie, naja, mal zu einem Raum zu kommen. Naja, da bewegt man sich ein bisschen und ja, das sieht man auch auf den Videos. Also da sind überall Pfeile auf dem Boden. Es gibt nämlich einmal das Hauptgebäude und da gibt es so verschiedene Abzweigungen, aber da findet man sich auch super zurecht, weil der Westflügel, also die Räume im Westflügel beginnen sozusagen, also mit dem W und die Räume im Erdgeschoss heißen dann G, also WG zum Beispiel. Und dann die Räume oder die im ersten Stock sind halt mit einer 1 davor und die im zweiten Stock mit einer 2. Und deswegen ist das alles eigentlich total übersichtlich. Also wenn man es so einmal rausgefunden hat, dann es ist eigentlich ganz einfach, die Räume zu finden. Und es gibt dann also ja so verschiedene Flügel, also so normale Klassenräume eigentlich im Hauptgebäude. Es gibt auch so eine Cafeteria, die heißt Refectory. Und da kann man sich, also da kann man auch sich so unten hinsetzen, aber auch oben. Und da kann man dann essen. Dort gibt es auch ja, Lunch, also man kann das dort kaufen. Dort gibt es so einen kleinen Shop sozusagen. Da kann man sich so verschiedene Sachen kaufen, auch Wasser. Also es gibt auch Wasserspender, aber falls man so seine Wasserflasche vergessen hat oder so, kann man das einfach dort kaufen. Oder Sandwiches, es gibt dort auch warmes Essen und so. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es auch so ein ja, künstlerischen Bereich im Hauptgebäude und da geht dann auch, also da geht man auch durch so einen gläsernen Korridor zum Theatergebäude und ich bin da eigentlich so gut wie nie. Also im Hauptgebäude, da muss ich manchmal an den Kunsträumen vorbei, um halt ja, zu einem anderen Klassenraum zu kommen und da gibt es auch immer echt, echt schöne Ausstellungen. Also die machen da manchmal zum Beispiel oder die malen da irgendwas und hängen das dann da überall hin und das ist echt schön, sich das anzugucken. Dann gibt es nochmal ein neues Gebäude, also das ist das Marley Building und da sind die ganzen Physik-Mathe-Sachen, also ja, der Engineering-Kurs ist, glaube ich, im Hauptgebäude und Biologie und so auch, aber Physik und Mathe sind auf jeden Fall in dem Marley Building. Da bin ich eigentlich auch so gut wie die ganze Zeit und das ist das Gebäude, wo man das Meer sehen kann. Also das ist ein Neubau und der wurde erst vor ein paar Jahren gebaut. Ich weiß jetzt nicht genau, vor wie vielen Jahren, aber es ist auf jeden Fall ganz cool dort und da werden auch noch einige Räume oder wurden bis vor kurzem auch noch einige Räume ja, renoviert. Und zum Enrichment, also zu den AGen nach der Schule, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Also es ist am besten so, also nach meiner eigenen Erfahrung, dass man, wenn man Sachen schon kann, also zum Beispiel, wenn man schon Tennis spielen kann, kann man einmal die Woche sind die Tennisfelder offen. Es kann auch sein öfter, aber es wird halt einmal die Woche momentan angeboten und da kann man dann einfach hingehen und spielen.
Und das ist ganz cool. Die Schule hat 3 eigene Tennisfelder. Die Schule hat auch einen Fußballplatz und sowas, also eine Grünfläche. Auch noch ein Schwimmbad, also das gehört nicht der Schule, aber das ist nebendran. Aber das ist alles mehr so, also wenn man den Sport schon länger macht und auch schon kann, dann kann man dorthin gehen und ja, einfach mal sich verbessern oder einfach den Sport so einfach so machen. Ja, also ich würde nämlich eher empfehlen, wenn man einen neuen Sport anfangen möchte. Also man kann zum Beispiel ins Fitnessstudio in der Schule gehen. Das kostet nur 1 Pfund, also einmalig nur 1 Pfund. Und da kann man da so oft hingehen, wie man möchte. Es gibt dort auch verschiedene Kurse, aber für die muss man dann extra bezahlen. Zum Beispiel einen Spinning-Kurs und so. Und ich bin auch im Fitnessstudio, also ich habe mich da angemeldet. Und ich war da aber bisher noch nie, weil ich, weil man wegen Corona immer erstmal einen Termin vereinbaren muss. Also einen einmaligen Termin. Ja, so ein Introduction-Tag und dann geht man da für eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und lässt sich die ganzen Geräte zeigen und so und dann kann man aber von da an einfach immer hingehen, wann man möchte und wie gesagt, kostet das nur 1 Pfund, also ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber wenn jemand einen Sport neu anfangen möchte, würde ich eher empfehlen, in einen Verein zu gehen. Hier gibt es eigentlich ziemlich viele, also allein so in der Nähe von mir gibt es 2 verschiedene Vereine und ich schaue mir die dann auch mal an. Aber ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, Sachen zu machen, die man vorher noch nie gemacht hat. Zum Beispiel kann man ins Theater gehen oder so. Das ist besonders gut, wenn man auch Drama zum Beispiel als Fach hat. Dann gibt es auch noch zum Beispiel die Schach-AG oder Computing-AG. Ja, also es gibt wirklich ein großes Angebot und anfangs als International kriegt man da auch einen Katalog, beziehungsweise gibt es auch online, da kann man einfach auf die Webseite der Schule gehen. Ich habe zum Beispiel auch meinen Mathelehrer nach Hilfe gefragt, beziehungsweise nach Aufgaben, die ich machen kann, um das so nachzuholen und also das alles, was ich bisher noch nicht hatte, beziehungsweise aufzuarbeiten. Und da hat er mir ein paar Internetseiten vorgeschlagen oder auch auf YouTube ein paar Videos und hat mir auch ein paar Aufgaben in unserem Mathebuch gegeben, die ich dann gemacht habe, beziehungsweise dabei bin, die zu machen. Ja, das finde ich auf jeden Fall mega gut und man kriegt hier auch wirklich Hilfe. Wenn man da erstmal so reingekommen ist, auch in die Sprache und alles, dann geht das wirklich alles echt ganz gut so. Und man kann auch andere aus dem Kurs zum Beispiel fragen, ob die einem helfen können. Also da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten. Ich habe am 9. und 10. auch ein Instagram-Takeover auf dem Kulturwerke-Kanal gemacht. Und da kann man die Stories jetzt noch als Highlights sehen. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und da habe ich auch Fragen beantwortet zu meinen Fächern und zu der Schule und so, aber auch zu der Gastfamilie zum Beispiel und zum Ort. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ansonsten war es das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und Kulturwerke da oder da oben abonnieren. Ansonsten, ja, bis bald.